Was würde passieren, wenn Kriminellen eure Passwörter in die Hände fallen? Sie hätten eventuell Zugriff auf eure E-Mails, auf eure Bankkonten und auf vieles mehr. Es sei denn, ihr hättet eure Accounts zusätzlich abgesichert. Deshalb schauen wir uns in der dritten Folge der IT Basics die Zwei-Faktor-Authentifizierung an. Was ist sie eigentlich und noch viel wichtiger, wie funktioniert sie? Ich bin Alex, euer Internet-Explainer und auf diesem Channel schauen wir uns an, wie wir unser digitales Leben privater und sicherer gestalten können. Ich persönlich habe 20 Accounts, bei denen ich einen zweiten Faktor verwende, aber vielleicht bin ich da auch ein bisschen extrem. Und wenn ihr klein anfangen wollt, dann reicht es auch schon, wenn ihr mit einem einzigen Account startet, bei dem ihr den zweiten Faktor aktiviert, weil ihr dann ja auch von der zusätzlichen Sicherheit profitiert. Warum solltet ihr überhaupt die Zwei-Faktor-Authentifizierung verwenden? Nun, wie es der Name vermuten lässt, ist der zweite Faktor ein zweiter Faktor neben eurem Passwort. Das heißt, zusätzlich dazu, dass ihr etwas wisst, also euer Passwort, das wisst ihr, das habt ihr im Kopf, habt ihr einen zweiten Faktor, den ihr besitzen müsst. Und das bedeutet, selbst wenn Kriminellen euer Passwort in die Hände fällt, ganz egal auf welchem Weg, können sie sich trotzdem nicht in euren Account einloggen, weil ihnen der zweite Faktor fehlt. Werfen wir einen Blick auf die vier unterschiedlichen Formen der Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ich habe sie nach der Sicherheit sortiert. Das heißt, am Anfang kommen die etwas weniger sicheren Zwei-Faktor-Möglichkeiten. Aber es ist wichtig, dass ihr wisst, egal welche dieser Formen ihr verwendet, es ist immer deutlich sicherer, als wenn ihr nur euer Passwort ohne einen zweiten Faktor verwenden würdet. Die einfachste Form der Zwei-Faktor-Authentifizierung ist per SMS oder manchmal auch per E-Mail. Warum ist diese am unsichersten? Nun, das hat verschiedene Gründe. Zum einen ist eure SMS oder auch eure E-Mail nicht unbedingt an etwas gekoppelt, was ihr besitzt. Jetzt sagt ihr vielleicht, okay, auf meinen E-Mails kann ich mich überall einloggen, aber meine SIM-Karte, die habe ich doch in meinem Handy drin. Das stimmt zwar, aber es gibt bestimmte Möglichkeiten, um solche SMS abzufangen. Zum einen sind SMS nicht verschlüsselt und können deshalb tatsächlich mit einem Gerät abgefangen werden. Und zum anderen gibt es sogenannte SIM-Swapping-Angriffe, bei denen sich Kriminelle Zugriff auf eure Telefonnummer verschaffen und dadurch einen zweiten Faktor-Code eventuell abfangen können. Der Vorteil dieser Variante ist allerdings, dass es relativ schwierig ist, sich selbst komplett auszusperren. Denn selbst wenn ihr mal eure SIM-Karte verliert, ist es bei den meisten Anbietern so, dass ihr eine neue SIM-Karte bestellen könnt und dadurch wieder Zugriff auf euren zweiten Faktor erhaltet. Denn wie wir uns gleich anschauen werden, ist es mit dem zweiten Faktor tatsächlich möglich, dass man sich selbst komplett aus seinen Accounts aussperrt. Die zweite Möglichkeit ist, dass ihr euch Push-Benachrichtigungen schicken lassen könnt. Das gibt es zum Beispiel bei Google, ich glaube auch bei Apple oder bei vielen Banking-Apps, bei vielen Banken. Die schicken euch dann eine kleine Push-Benachrichtigung aufs Handy, dann wenn ihr euch beispielsweise am Computer einloggen wollt. Das ist in der Regel etwas sicherer, da ihr ein Gerät benötigt, wo ihr euch vorher eingeloggt habt und es beispielsweise nicht einfach reicht, wenn ihr eure SIM-Karte irgendwo reinsteckt. Und außerdem hat man manchmal auch gar keine andere Wahl, weil Banken einem nur die Möglichkeit lassen, ihre eigene Zwei-Faktor-Authentifizierung zu verwenden, was in der Regel auch vollkommen okay ist. Kommen wir zu der verbreitetsten Form der Zwei-Faktor-Authentifizierung, die ich den meisten von euch auch ans Herz legen würde. Und zwar ist das TOTP. Hört sich erstmal kompliziert an, aber TOTP steht für Time-Based One-Time Passwords, was auf Deutsch so viel bedeutet wie zeitbasierte Einmalpasswörter. Später schauen wir uns mal Schritt für Schritt an, wie das Ganze eigentlich funktioniert und welche Tipps ich dabei für euch habe. Aber jetzt müsst ihr erstmal nur wissen, TOTP verwendet ihr in der Regel in einer bestimmten App und das sind dann sechsstellige Codes, die ihr auf eurem Handy generieren lasst und die dann 30 bis 60 Sekunden gültig sind. TOTP ist ein standardisierter Algorithmus, der bei vielen Apps funktioniert. Die bekanntesten Apps sind wahrscheinlich der Google Authenticator, der Microsoft Authenticator oder Authy. Neben diesen gibt es aber viele Alternativen und auch einige Open-Source-Apps wie zum Beispiel EndOTP oder Raivo, die letztendlich aber alle ähnlich oder gleich funktionieren. Das heißt, egal welche Zwei-Faktor-App ihr verwendet, sie müsste mit euren Accounts funktionieren, solange diese TOTP unterstützen. Aber auch TOTP hat einen Nachteil und zwar kann theoretisch dieser Code, der generiert wird, der kann theoretisch gefischt werden, also von Kriminellen abgegriffen werden, die sich als eure Webseite ausgeben, bei der ihr euch einloggen wollt. Das kann beispielsweise bei einer Zwei-Faktor-Fatigue passieren, bei der euch Kriminelle eine Webseite vorgeben, wo ihr euch einloggen sollt mit eurem zweiten Faktor, die aber eigentlich gar nicht die Webseite ist, für die sie sich ausgibt. Dieses Risiko hättet ihr übrigens bei Passkeys nicht. Passkeys kann man bei einigen wenigen Diensten mittlerweile auch als zweiten Faktor verwenden. Und zwar, weil Passkeys auf einer asymmetrischen Verschlüsselung basieren und hier durch eine Signatur erstmal gegengecheckt wird, ob die Webseite auch wirklich die Webseite ist, für die sie sich ausgibt. Aber das nur als kleiner technischer Einschub. Wenn euch das Thema interessiert, dann schaut euch gerne mal meine Videos über die asymmetrische Verschlüsselung und die Passkeys an. Die vierte und sicherste Möglichkeit ist die Zwei-Faktor-Authentifizierung per Hardware, also
per USB-Stick oder manchmal auch per Chipkarte. In der Praxis läuft das folgendermaßen ab. Ihr habt einen kleinen USB-Stick, beispielsweise von YubiKey, das ist der bekannteste Anbieter auf dem Markt. Und den lasst ihr dann immer in eurem Laptop eingesteckt. Sobald ihr euch dann mit einem zweiten Faktor authentifizieren wollt, tippt ihr einfach kurz auf den USB-Stick drauf oder manche haben sogar einen integrierten Fingerdrucksensor und dann sendet der USB-Stick den Zwei-Faktor-Code an die Webseite und ihr loggt euch ganz einfach ein. Das heißt, diese Zwei-Faktor-Authentifizierung basiert in der Regel auch auf dem TOTP-Algorithmus, den wir uns gerade angeschaut haben, den ihr theoretisch ja auch in der App verwenden könntet. Aber mit einem USB-Stick ist das Ganze nochmal sicherer, weil die sogenannten Seed-Codes, aus denen der sechsstellige Code generiert wird, weil der auf dem USB-Stick gespeichert ist und der ist so gespeichert, dass dieser Code überhaupt nicht ans Internet gelangen kann, dass er überhaupt nicht nach außen gelangen kann. Hört sich etwas kompliziert an, aber im Endeffekt könnt ihr euch einfach merken, dass die USB-Sticks, dass die Hardware-Authentifizierung am sichersten ist und am zweitsichersten kann man die Authentifizierung per App beschreiben. Okay, machen wir jetzt ein kleines Praxisbeispiel. Laut Statista verwendet jeder zweite Deutsche eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Die meisten davon verwenden entweder eine Authentifizierung per SMS, das ist dann relativ selbsterklärend, oder eine Zwei-Faktor-Authentifizierung per TOTP-App. Und da gibt es einige wichtige Sachen, die ihr beachten solltet. Und deswegen schauen wir uns das jetzt mal mit einer kleinen Schritt-für-Schritt-Anleitung etwas genauer an. Als Beispiel habe ich mir einen Passwortmanager rausgesucht, bei dem ich einen zweiten Faktor einrichte. Aber ihr könnt das eigentlich mit allen Diensten nachspielen, die einen zweiten Faktor unterstützen, da dieser Prozess bei eigentlich allen Accounts relativ ähnlich abläuft. Der erste Schritt ist, dass ihr eure Zwei-Faktor-App auf dem Handy absichert. Das heißt zum Beispiel mit einem Passwort oder mit Biometrie. Ich verwende dafür auf meinem iPhone zum Beispiel Face Unlock. Warum solltet ihr das machen? Nun, es ist ein zusätzlicher Sicherheitsschritt, damit ihr sicherstellt, dass wirklich nur ihr an eure Zwei-Faktor-Codes rankommt. Und wenn ihr euer Gesicht oder euer Fingerabdruck zur Authentifizierung verwendet, dauert das ja auch nur eine Millisekunde länger, damit ihr erstmal in die App reinkommt. Wenn ihr euch noch nicht für eine App entschieden habt, dann abonniert gerne mal den Kanal, denn in den nächsten Wochen werde ich mir die bekanntesten Zwei-Faktor-Apps genauer anschauen und sie miteinander vergleichen. Im zweiten Schritt scannt ihr dann den QR-Code ein, der euch in der Regel in eurem Account gegeben wird. Bei dem Passwortmanager, den ich hier als Beispiel verwende, ist das unter Konto, Sicherheit, Zwei-Faktor und dann Authenticator App. Ein wichtiger Tipp ist hier, dass unter dem QR-Code meistens noch ein langer Code aus Zahlen und Buchstaben steht. Das ist der sogenannte Seed-Code, aus dem später eure sechsstelligen Codes generiert werden. Der QR-Code ist nichts anderes als eine grafische Version von diesem Seed-Code. Das heißt, wenn bei euch zum Beispiel die Kamera nicht funktioniert oder wenn ihr eine Zwei-Faktor-App auf einem Gerät verwendet, die keine Kamera hat, wie zum Beispiel auf einem Laptop, dann könnt ihr diesen Seed-Code einfach kopieren und anstelle des QR-Codes verwenden. Das bedeutet übrigens auch, dass ihr diesen Seed-Code backuppen könnt. Das heißt, ihr könnt ihn an einem sehr sicheren Ort speichern oder auch aufschreiben. Und wenn ihr diesen Seed-Code dann in einer anderen App verwendet, dann generiert er immer die gleichen sechsstelligen Codes. Das heißt, egal in welcher App ihr diesen Seed-Code verwendet oder wann ihr diesen Seed-Code eintragt, ob es erst ein Jahr später ist, dieser Seed-Code generiert zu jedem Zeitpunkt an jedem Ort die gleichen sechsstelligen Zwei-Faktor-Codes. Nachdem ihr also diesen QR-Code eingescannt habt oder den Seed-Code eingetragen habt, generiert euch eure Zwei-Faktor-App die sechsstelligen Zwei-Faktor-Codes, die dann 30 bis 60 Sekunden gültig sind. Den aktuellen Code müsst ihr dann bei eurem Dienst eingeben, um zu bestätigen, dass ihr die Zwei-Faktor-Authentifizierung auch eingerichtet habt. Und wenn ihr euch später bei diesem Account anmeldet und nach einem zweiten Faktor gefragt werdet, dann funktioniert das genau gleich. Ihr geht zu eurer Zwei-Faktor-App und schaut nach, was gerade der Code ist, der sich dann alle 30 bis 60 Sekunden erneuert. Und gebt diesen einfach zusätzlich zu eurem Passwort ein. Eigentlich habt ihr jetzt die Zwei-Faktor-Authentifizierung abgeschlossen, aber wir sind noch lange nicht fertig, denn es gibt noch ein paar weitere sehr wichtige Punkte zum Beachten. Der dritte Schritt ist, dass ihr den Wiederherstellungscode abspeichert, wenn es sie denn gibt. Denn bei vielen Diensten, wie zum Beispiel hier bei meinem Passwortmanager, gibt es sogenannte Wiederherstellungscodes, die ich verwenden kann, wenn ich auf meinen normalen zweiten Faktor aus irgendeinem Grund nicht mehr zugreifen kann. Theoretisch solltet ihr diese Wiederherstellungscodes also niemals brauchen, aber ich würde euch empfehlen, diese an einem sehr sicheren Ort aufzubewahren, zum Beispiel indem ihr sie einfach ausdruckt und in einem Ordner abheftet. Idealerweise packt ihr diese Wiederherstellungscodes nicht zu eurem Passwort dazu, denn ansonsten wären ja beide Zugänge wieder an einem Ort, Passwort und Wiederherstellungscode. Code, mit beiden könnte man sich einloggen und dann wäre der Sinn von einer Zwei-Faktor-Authentifizierung in einer gewissen Weise
aufgehoben. Schritt 4 ist der wichtigste Schritt, und zwar solltet ihr in irgendeiner Form ein Backup von euren Zwei-Faktor-Codes anfertigen. Das Schlimmste, was euch bei einer Zwei-Faktor-Authentifizierung passieren kann, ist, dass ihr euch selbst aus euren eigenen Accounts aussperrt und nie wieder darauf zugreifen könnt. Deshalb ist es extrem wichtig, dass ihr euch darüber Gedanken macht, wie ihr eigentlich auf eure Zwei-Faktor-Codes zugreifen könnt, wenn ihr euer Handy auf einmal nicht mehr habt. Wie wir uns gerade angeschaut haben, gibt es zwar Wiederherstellungscodes, aber diese gibt es auch nicht bei allen Anbietern, und deswegen will ich mich da auch nicht drauf verlassen, sondern fertige einfach von meiner Zwei-Faktor-Apps regelmäßige Backups an, auf die ich dann unabhängig von meinem Handy zugreifen kann. Die App, die ich verwende, unterstützt beispielsweise automatische Backups in die iCloud, die dann verschlüsselt sind. Ich versuche zwar so wenig Daten wie möglich bei Apple zu haben, aber in dem Fall ist es mir deutlich wichtiger, dass ich ein Backup von meinen Zwei-Faktor-Codes habe, und diese sind ja auch verschlüsselt. Denn das ist ebenfalls wichtig, wenn ihr ein Backup anfertigt, ganz egal in welcher Form, dann sollte das auf jeden Fall verschlüsselt sein, damit man darauf nicht einfach so zugreifen kann. Eine weitere Möglichkeit, um ein Backup anzufertigen, ist, ein manuelles Backup zu machen. Je nachdem, welche App ihr verwendet, ist das ebenfalls möglich. Oder die dritte Variante ist, dass ihr euch die Seed-Codes an einem sicheren Ort aufschreibt. Wenn ihr das Backup von eurer Zwei-Faktor-App ohne eine Verschlüsselung anfertigt, oder wenn ihr zum Beispiel die Seed-Codes einfach in einer Textdatei speichert, dann solltet ihr auf jeden Fall einen verschlüsselten USB-Stick oder einen verschlüsselten Container benutzen. Das geht zum Beispiel mit dem Programm VeraCrypt. Wenn euch das interessiert, dann hinterlasst gerne mal einen Kommentar unter dem Video. Der fünfte Schritt ist, dass ihr wahrscheinlich irgendwann mal eure Codes auf ein anderes Gerät oder in eine andere App übertragen wollt. Je nachdem, was für eine App ihr verwendet, ist das auch manchmal etwas schwieriger, manchmal etwas einfacher. Einige Apps versuchen euch da in ihrem Ökosystem drin zu halten. Die App, die ich hier verwende, die hat eine sehr schöne Möglichkeit, und zwar kann ich einfach auswählen, dass mir der QR-Code nachträglich noch einmal angezeigt wird, und dann könnte ich zum Beispiel einfach mit einem neuen Gerät hingehen und den QR-Code einscannen, und schon hätte ich den Zwei-Faktor-Code in eine andere App übertragen. Die App, die wir uns hier anschauen, hat außerdem die Möglichkeit, dass wir uns nicht nur den QR-Code exportieren lassen können, sondern dass wir uns auch den Seed-Code anzeigen lassen können, die ihr dann nachträglich in eine andere App kopieren könntet. Ich hoffe, ihr habt in diesem Video alles Wichtige über die Zwei-Faktor-Authentifizierung gelernt, was ihr wissen müsst. Und jetzt würde mich interessieren, benutzt ihr eigentlich eine Zwei-Faktor-Authentifizierung? Und wenn ihr sie verwendet, was würde passieren, wenn ihr euer Gerät verliert? Hättet ihr trotzdem noch Zugriff auf all eure Zwei-Faktor-Codes? Hinterlasst gerne einen Kommentar unter diesem Video und abonniert den Kanal, wenn ihr wissen wollt, was eigentlich die besten Zwei-Faktor-Apps sind, denn dazu wird es in den kommenden Wochen ebenfalls ein Video geben.